Nach unserem Spiel HC Erlangen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Ich darf hier beide Cheftrainer bei mir begrüßen. Zu meiner Rechten Michael Haas, unseren Cheftrainer, und zu meiner Linken Mike Machulla. Wir fangen bei den Gästen an. Mike, wie würdest du das Spiel einschätzen? Ja, schönen guten Abend. Wie möchte ich das Spiel einschätzen? Natürlich sehr, sehr zerfahren, sehr turbulent, mit einer unglaublich spektakulären Schlussphase dann. Ich finde, dass wir sehr, sehr gut reinkommen, dass wir, ja, man merkt schon, dass wir den Zug Richtung Tor vermissen lassen, dass wir nicht unsere ganze Power da reinlegen können, aber trotzdem schaffen wir es am Anfang, uns dann auch abzusetzen, die 1-1-Situation gerade auf Position 2 dann auch mit Mensa Larsen dann auch zu gewinnen. Ja, und über die Spieldauer merkt man einfach dann auch, dass es sehr, sehr warm war in der Halle, die Bedingungen für beide Mannschaften waren extrem schwierig, weil es einfach wenig Pausen gab, wo man trinken konnte. Und man merkt natürlich auch, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, unser 60. Pflichtspiel mit Champions League, mit allem drum und dran, und wir sind halt die ganze Saison relativ mit einem kleinen Kader unterwegs, und das merkst du natürlich. Und dann hatte ich im Januar bei der Weltmeisterschaft halt auch 14 oder 15 Spieler abgestellt, und das merkst du. Die Jungs zahlen natürlich jetzt unglaublich hohen Preis, aber die machen das fantastisch, die kämpfen sich rein in jedes Spiel. Und belohnen sich am Ende heute auch dann mit den zwei Punkten, die für uns natürlich jetzt sehr wichtig sind, um weiterhin auch noch die Möglichkeit zu haben, vielleicht am Ende ganz vorne zu stehen. Und kann meiner Mannschaft in keinster Weise irgendwo einen Vorwurf machen. Vielleicht, wo wir mit 4-5 Toren führen, dass wir es ein bisschen ruhiger spielen, dass wir es ein bisschen klarer machen. Ich finde, da geben wir Erlangen zu schnell die Möglichkeit, zurückzukommen. Aber sie haben natürlich auch ganze Zeit Druck gemacht, haben an ihre Chancen geglaubt, sind sehr, sehr gut gelaufen. Martin hat gut gehalten, das kommt natürlich auch dazu. Das hilft extrem. Dann haben sie ein paar einfache Tore gemacht, die uns natürlich sehr, sehr wehtun, wo uns dann so ein bisschen die Bereitschaft auch fehlt, in dem Rückzug dann nochmal auch schneller ins 6-6 zu kommen. Aber insgesamt sind wir sehr, sehr glücklich über zwei Punkte und fliegen jetzt ganz schnell nach Hause und mobilisieren die letzten Kräfte für das letzte Spiel, und dann freuen wir uns alle auf eine Pause. Danke. Danke dir. Michael, dein Statement. Ja, Abend zusammen. Das war ja ein Spiel, wie sich das, glaube ich, alle für das, oder vor allem alle Zuschauer, für das letzte Heimspiel Ende Juni gewünscht hätten. War ein sehr, sehr heißes Spiel, enger Ausgang. Mike hat es schon gesagt, turbulente Schlussphase. Ich glaube, wir hätten einen Punkt verdient gehabt, so wie wir einfach auftreten. Ich kann eigentlich auch nur das sagen, was ich die letzten Wochen immer sage nach jedem Spiel. Ich bin wahnsinnig stolz auf diese Mannschaft, wie die sich reinfuchsen, wie sie heute gerade in der zweiten Halbzeit Deckung gespielt haben. Das war schon Wahnsinn. Ist wirklich beeindruckend, was die Woche für Woche unter diesen Bedingungen auf die Platte bringen. Ich meine, Mike hat ähnliche Probleme, waren zwei Mannschaften, die heute wirklich auf der allerletzten Rille gelaufen sind. Ich fand, wir haben das gerade vorne wieder sehr strukturiert, sehr, sehr clever gemacht, auf geduldig auf unsere Chancen gewartet. Dass Flensburg den einen oder anderen Gegenschuss läuft, glaube ich, das sehen wir jede Woche in den Spielzusammenfassungen. Da müssen wir, glaube ich, mit rechnen. Nochmal, wir haben es, glaube ich, gerade in der zweiten Halbzeit geschafft, dieses 1-gegen-1-Spiel von Flensburg sehr, sehr, sehr gut zu verteidigen. Schmeißen noch zwei, drei Bälle eigentlich einfach weg. Aber trotzdem, das ist, glaube ich, wir werten das für uns einfach als absoluten Gewinn, dieses Spiel. Es ist einfach, macht einfach gerade Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Es ist fast aus meiner Sicht natürlich schade, dass es jetzt zu Ende geht, aber insgesamt wird der Mike mir zustimmen, dass es jetzt allerhöchste Eisenbahn ist, dass die Saison vorbei ist.